Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Last Cars Solo Part Folge 92. Wir sind Level 114 in der letzten Folge gekommen. Ein bisschen was zu erzählen, bla bla bla, pipapo. Ich hatte eigentlich vor, jetzt How I Met Your Mother zu gucken. Allerdings startet das erst in einer halben Stunde. Wenn Daniel das hört, wird er mich sicher auslachen, denn... Ach Gott, das erzähle ich jetzt nicht, das ist ein bisschen peinlich. Ja, auf jeden Fall, wir gucken, ob wir in Strattern, ja, schönes Strattern, in Streier neue Quests gekriegt haben. Mal kurz hier. Nein, die hatten wir die ganze Zeit schon. Dann rennen wir hier mal zurück. Dann gehen wir nochmal hier hin. Ich habe leider vergessen, auf der Homepage einmal zu gucken, ob es hier neue Quests gibt mit diesem Level. Ja, hier. Collect 5 Stryana Mushrooms. Bring them to Merchant Cope. Accept. Sehr schön. Hier ist keine neue Quest und das andere ist wahrscheinlich auch keine. Ne, das kenne ich schon. Dann gehen wir nochmal da hinten hin und gucken diese beiden an. Wahrscheinlich auch keine neue Quest. Kann ja... Es ist ja schon Glück, dass man hier eine Quest kriegt, finde ich. 50, ja, das obere ist immer die neueste, von daher brauche ich gar nicht weiter gucken. Und nochmal hier hin, boah, mit der WASD-Steuerung steuere ich normalerweise nicht und da bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Naja, okay. Wir müssen also 5 Mushrooms, also Pilze, holen. Welche Quest war das? Das hier. Stryana Mushrooms. Bring them to Merchant. Don't Mushrooms make you hungry. Take a look at this one. This is basically a beauty. Welche Mobs müssen wir kloppen? Das ist mal meine Frage an euch gerade. Das ist natürlich eine berechtigte Frage und... Pilz. Jetzt die Frage... Gehe ich erstmal auf gut Glück hin und kloppe ein bisschen? Ach ja, bevor ich es vergesse. Die gedroppten 115er Handschuhe. Habe ich mal geloopt und was kam raus? G5 Eva. Ist zwar nicht B5, allerdings wenn wir Level 115 erreichen, versuche ich sie plussen. Wenn es plus 12 oder so plus 13 kommt, dann werde ich es auf jeden Fall benutzen. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir halt Pech. Aber das ist schon mal eine gute Rüssi, wie ich finde. Dann haben wir schon mal Helm und Handschuhe besser. Weil unsere drei restlichen Sachen sind noch nicht so pralle, wenn ich das mal so sagen darf. Wir killen mal hier einen davon schnell. Hier unten so ein Zombie. Oder so ein Stachelmantis. Ich glaube nicht, dass das zählt. Ich schätze mal, das sind irgendwelche Trolle oder sowas. Pilz. Ja. Müssten Pilze sein, Trolle sein. Erinnern mich so an Pilze, ne? Jedes Mal, wenn man einen Troll hört, wenn ich zum Beispiel einen Bergtroll höre, das denke ich sofort an Pilze. An was soll man sonst denken, ja? Also ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz schnell da unten zu... Basti geht off? Naja, kann ich halt gar nicht Tschüss sagen. Das tut mir leid, Basti. Keine SAG, schade, sonst hätte ich wen nehmen können. Naja, wir machen mal ganz kurz. Ich bin immer noch in der Aufnahme, wo wir die plus 28 Waffe haben. Wie gesagt, ich habe ja noch genug Graffis, da haben wir noch ein paar Tage was von. Erstmal hier die Dinger drauf. Achso, ja, ich gucke gleich mal in die Item Mall, da wurde mir wieder was geschickt. Hammer einfach. Mir fällt gar nicht ein, was ich dazu sagen soll, außer danke. Ja, 1 von 5, perfekt. Swamp Troll zählt ja auch. Wir können ihn einfach mal kloppen. Wenn er nicht zählt, dann mal Pech. Ich gehe mal kurz in die Item Mall. Nebenbei kloppen wir. Durch Free Reward habe ich hier. Achso, ja. Nochmal so ein Change Name. Level 14 Physical Mad Trank da. Increase Attack Power da. Plus 115. 5 Minuten. 10 Stück von gekriegt. Lasse ich erstmal drin, denn hier haben wir auch nochmal davon 10 Stück von Jelenia geschenkt gekriegt. Auch nochmal die hier 10 Stück. Verteidigung bringen die. Für einen FP-Samen und eine 30-Tage-Box, die nehmen wir mal kurz raus. Also danke an die ganzen Sachen, Jelenia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Du warst auch, glaube ich, diejenige, die mir den Raffi plus 28 geschenkt hat, ne? Hammergeil. Muss ich wirklich sagen. Wo ist denn die Box? Die öffnen wir mal ganz schnell. Ich glaube, der Troll hat nicht gezählt. Dann machen wir lieber die anderen Trolls weiter. Da. Swampfly Troll. Und manche meckern immer, dass ich falsch ausspreche, aber ich kann das auch so aussprechen, wie ich will. Ihr wisst doch, was ich meine. Was kriegen wir raus? Warenhaus-Ticket, 30 Tage. Unglaublich, aber geil. Unglaublich, aber wahr. Die Quest werden wir dann nächste Folge erst abgeben, wenn ich eine Lilie reinkloppe. Dieses Mal werde ich noch keine Lilie reinkloppen, zumal ich nicht so lange aufnehme, wegen How I Met Your Mother, bla bla bla. Aber ich weiß jetzt endlich, wo Kamira ist, Alter. Ernsthaft, ich habe die letzten, keine Ahnung wie viele Folgen, 10 Folgen oder was weiß ich, jedes Mal Kamira gesucht und gesagt, ja, der ist da in der Mitte zwischen den Harpchen, bla bla bla, das kann ich noch nicht machen, ich bin zu low. Nein, Paul, du bist einfach nur ein Idiot. Der ist, die Karte, kann ich die von hier sehen? Tarian, achso, Tarian und Nairat ist ja das gleiche, das ist komisch, außer dieser NPC und ein paar andere NPCs. Der ist hier genau da unten bei The Great Statue of Moloch.
Da ist anscheinend Kamira irgendwo. Da werden wir noch suchen. Der bringt auch anscheinend mit PSSP, also Platin Skill Zauber und FP-Samen, bringt der anscheinend 20 FP und der respawnt alle 20 Sekunden, 30 Sekunden, Entschuldigung. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen farmen. Das hat's noch, habe ich noch vor. Soweit bin ich noch nicht. Allerdings könnten wir ja theoretisch, Lilia haue ich ja eh noch nicht rein zum Quest abgeben, machen wir dann später. Können wir mal hingehen und schon mal suchen, ne? Die Quest abgeben, etc. Wenn man den öfter besiegen kann, heißt es ja nicht, dass wir jetzt einfach warten müssen, bis wir eine Lilie reinhauen. Dann können wir die Quest schon erledigen und nächstes Mal, wenn wir eine Lilie reinhauen, können wir es einfach zusammen abgeben. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich wurde gerade angeschrieben, ich schätze mal, Basti geht jetzt auf. Nein, ich feiere dich so, dass ich auch ein... Moment. Ricky, bester Mann. Last Cars USA-Clip gemacht habe. Den habe ich nur gerade ein Smiley zurückgeschrieben. Tut mir leid, Ricky. Falls du das hier gerade irgendwo siehst, ich bin überwältigt von dem ganzen Auflauf, der hier auf einmal bei LC USA ist, ne? Am Anfang war wirklich niemand in LC USA und bla bla bla, pipapo. Und jetzt auf einmal... Ich finde das einfach nur Hammer. Muss ich wirklich mal sagen. Da fehlen mir wirklich die Worte und... Ich kann gar nicht mehr reden, wenn mir die Worte fehlen, ne? Naja, wir sind schon bei 6,5 Minuten. Ich habe mit Basti abgesprochen, dass wir zwar ein Let's Play Together machen, aber wir machen nicht mehr auf die, achten nicht mehr auf die Zahlen, dass wir immer gleich sind. Da muss ich hier nicht mit 0,5 und 0,25 und 0,2 etc. machen. Das hat ein bisschen, wie soll man sagen, genervt, sagt man das so? Keine Ahnung. Kill Aguaris. Aguaris ist 100 pro 200% dieses 118er Boss oder Elite Mob, da wo ich damals voll verreckt bin fast. Da würde ich jetzt meine Hand ins Feuer legen, dass der das ist. Aber der hat viel EP gebracht, den können wir dann schön mit der Lilie zusammen auch machen. Das heißt 4 mal 2 sind 8 mal 6. Das heißt, wir kriegen... Ah, scheiße, Moment, ich muss kurz schrecken. Entschuldigung. Pet Carnival has begun at Subserver 5. Was? Nee, was wohl... Wir kriegen 24 Millionen. Habe ich zwar ein bisschen falsch gerechnet, aber wir kriegen 24 Millionen durch diese... Uiuiui, 195. 159 meine ich. Wir kriegen ganz schön viele EP dann durch die beiden Questen. 24 Milliarden. Wir brauchen gerade mal 70 Milliarden. Das heißt, das sind schon ungefähr 30%, 25% oder so. Wir müssen hier links hin. Da gehen wir jetzt hin. Und dann suchen wir den mal ein bisschen. Und dann werden wir mal einmal kloppen. Dann haben wir die Quest sozusagen erledigt, schätze ich mal. Hier soll der irgendwo sein. Ich habe jetzt nicht genau durchgelesen, was er geschrieben hat. Allerdings irgendwo auf den Bergen, meint er. Wenn ich Area Games wäre oder Last Cars Ding oder was, werde ich ihn hier verstecken. Ui, ja, das habe ich gewusst. Horn of Domination. Hier müssen wir eine Quest abgeben. Paul, ich würde mal sagen... Dann haben wir die dritte Quest auch noch, die nochmal so viel EP bringt. Gehen wir dann auch mit SZ und Dings on. Nehmen wir gerade auf. Moment. Wir machen mal... ja. Kamira. Überspeichern wir mal hier eiskalt. Zack. Heulen. Hekate. He said. Oder wie man es aussprechen würde. Und ich würde mal sagen, wir kloppen jetzt einfach mal mit Netzdruf. Wahrscheinlich nicht. Doch, hat getroffen. Mal gucken, wie viel zieht. Kombo. Zack. Boah. Ich dachte, eine Elite wäre jetzt übelst hammer, mega, obergeil. Aber, was soll's. Mal gucken, wie viel FP der bringt. Der müsste ja grob geschätzt 2 FP bringen. Geil, 2 FP. Ja, wir haben jetzt hier 2 Quests abzugeben, schätze ich mal. Und, lol. Trollololololol. Wir warten jetzt nochmal eine halbe Minute oder sowas, bis der respawnt. Ah, und da unten sind doch Mobs, aber die sind halt grün und grün. Kann man die kurz kloppen oder sterben wir dann? Ritter? Sind ja schon höher. Oh, wie viel der Kombo zieht einfach mal. Und ich will jetzt hier nicht sterben, das ist das Problem. Und das tue ich gerade voll. Achso, ich habe auch nicht mehr den... Ich hatte in der einen Folge, wo wir gespeedet haben und Basti und ich nachsynchronisiert haben, meinen Schmuck ausgewechselt. Da hatte ich letztendlich dann keinen Absorb-Schmuck drin, sondern HR-Schmuck und dann halt den Cash-Absorb. Sodass einfach mal... Oh, ich will nicht sterben. Ich will hier nicht sterben. Sodass ich einfach mal... mir wurde der Tipp halt gegeben, dass das so besser ist, weil das sich gegenseitig aufhebt oder so. Und dann habe ich das mal gemacht. Und ich muss sagen, das hat wirklich gebracht. Zumindest konnte ich dann besser treffen durch die HR. An Schmuck. Ah. Paul, du bist hammergeil, mega ober, mega hammer, mega geil, geil, geil. Ich hasse dich.
Paul, du bist wirklich zum Kotzen. Wie kann man... Sagt bitte gar nichts dazu. Ich weiß, wie scheiße ich bin. Aber wie gesagt, keine FP verloren. Und die EP sind gar nicht mehr so schwer aufzuholen. Taraglows. Sehr schön. Loves brauche ich aber nicht mehr. Also, sagt bitte einfach gar nichts dazu. Die EP kriegen wir gleich ein bisschen wieder hier durch die Quest. Bla, bla, bla. Ich soll Grüße von Ricky sagen und... Wir hauen jetzt auch einmal den da unten, wenn wir da sterben, dann raste ich hier aber wirklich, ne? Dann seht ihr aber hier, der dritte Weltkrieg startet dann hier, aber mitten im Let's Play, Folge 91. Also, ich sag's nochmal, sagt bitte überhaupt nichts dazu, einfach. Ich schätze mal, der hier gibt auch viel EP, ne? Naja. Morgen würde ich dann eh wieder ein Schild und etc. wieder reinhauen, wenn ich hier bin und da farme und so weiter. Jetzt halt nicht. Ich schätze mal, hier müssen wir alle drei abgeben. Zwei. Horn of Domination. 20 FP. Ja, Basti hätte hier jetzt Confirm geklickt. Sorry, Basti, der musste sein. Und, ach so, ja, und der füllt auch übelst gut Igni auf. Anscheinend viermal killen hat man einen Igni voll. Ja. Wie gesagt, wir werden dann nochmal uns besser um unsere Rüssi kümmern. Und... Come and XP your pets at the Creature Carnivals. The Stone Statue and Pet Merchants will be located at Indratan on Subserver 5. Da ist gerade ein Pet-Level-Event, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir beenden jetzt die Aufnahme, würde ich mal sagen. Hier können wir nochmal loopen, aber will ich nicht. Einmal killen wir hier noch, da habe ich jetzt ein bisschen so lange gelabert. Könnt ihr mal auf Igni achten. Lalala, mal gucken, wie viel da reinhaut. Ich habe den bis jetzt ja immer nur Netz gemacht. Zieht der überhaupt was? Ja, der zieht 2000, das ist nix. Boah, wirklich, das zieht wirklich Hammer. Aber 6 FP habe ich in die Aufnahme gemacht. Ha, Paul, du bist der Beste. Jetzt, wo die Folge schwackt, beende ich die Aufnahme. Haut da rein, Peace, und wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi.